Willkommen zurück zu Asuras Wrath. Wir sind in der finalen Episode, im finalen Part, Leute. Und ich will niemanden lange auf die Folter spannen. Wir wollen natürlich alle wissen, wie es weitergeht, nachdem wir Deus besiegt haben und nun Frisra wieder erwacht ist und wir ihm gegenüberstehen. Tja Leute, da sind die ganzen Goma wieder da und alles ist sowieso jetzt wieder so gehalten wie am Anfang vom Spiel. Finde ich an sich gar nicht schlecht. Ja, und auch, dass wir wieder Start drücken mussten, was das Ganze soll, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was erwartet uns in diesem Part? Zum einen der Kampf gegen Petra, ganz klar. Dann der normale Abspann und danach zeige ich euch den Spezialabspann, den wahren. Denn danach kriegen wir Episode 18. Die werde ich übrigens nicht komplett spielen. Also ich werde sie euch nicht komplett zeigen, denn das ist einfach das hier alles nochmal. Bis zur letzten Sequenz halt. Und die ist ein bisschen abgeändert. Und das werde ich euch auch nur zeigen, denn sonst wäre es erstens ziemlich langweilig und es wird, ja, extrem lang und unnötig, ne? Muss man sagen. Übrigens, was mich interessieren würde, hat es euch eigentlich gestört, dass ich in den Sequenzen nicht dazwischen gelabert habe? Weil, ich meine, viele erwarten das ja von einem Let's Play, dass man auch in den Sequenzen irgendwie was sagt, aber ich finde eigentlich, dass das die schlechtere Lösung gewesen wäre. Dann, dass die ganze Atmosphäre doch ein bisschen versauen würde, wenn ich da irgendwie was möchte, gern Witziges, was mir sowieso nicht gelingen würde, da sagen würde zu. Keine Ahnung, bringt's nicht, oder? Ne, dann lass das so. Also ich fand's definitiv besser, dass ich's gelassen habe. Aber dennoch, eure Meinung ist mir ja immer wichtig. Deswegen gerne mal in die Kommentare schreiben.
Its power is overwhelming. Giving up? Huh. Are you? Don't make me laugh. That is what I thought. You never change. That is why I cannot give up either. I will not fall behind you! Keep up! Ich muss sagen, das sieht ziemlich cool aus. Finde ich zumindest, mit den Armen gerade, wie das gemacht wurde. Ja, ja. Mein Gott, das wird auch, glaube ich, ein sehr, sehr langer, finaler Part. Aber okay, meine Güte, was soll's. Dann haben wir auf jeden Fall ein schönes Spiel gespielt. Jetzt habe ich aber keinen Bock, mich noch töten zu lassen von dem hier. Das könnte nämlich durchaus sein, weil... So super schwach ist der ausnahmsweise mal nicht. Komm, L2 jetzt. Also ich finde irgendwie die L2, den Modus zu aktivieren, das funktioniert nicht immer sonderlich gut. Komm. Ah. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, ist das der wahre Vitra? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Eventuell habe ich euch jetzt bestimmt schon wieder zu viel gespoilert. Jetzt kann der eine oder andere sauer sein, aber meine Güte, ihr seht es noch gleich. Außerdem könntet ihr euch sonst an der Videolänge denken. Die dürfte noch ewig sein. Komm. Ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Wow. Boah, der Treffer war aber gerade mal richtig heftig. Ich habe fast die halbe Energie abgezogen. Kleinen da, die treffen mich nicht, den weiche ich wieder aus. So. Untere Hälfte. Okay. Naja, also jetzt kurz mal ernsthaft. Hier könnte man doch wirklich sterben. Also, die Chance besteht. Wow. Aber das war's. Gut, komm.
over, Asura. So Leute, den kennen wir doch irgendwie, oder? Kommt doch einen zumindest extrem bekannt vor. Okay, da sind wir schon mal... Das war gut. Das war auf jeden Fall überraschend gut. Ich frage mich, wie ich ihm so gut ausweichen konnte, aber na gut. Ist in Ordnung. Normalerweise schließe ich ja mein Fazit fürs Spiel immer erst im Abspann ab, aber in diesem Fall mache ich mal eine Ausnahme und tue das schon hier. So, wie hat mir das Spiel gefallen? Oder wir fangen es anders an. Ich wurde von einigen Leuten sogar gefragt, würde es sich lohnen, dafür eine PS3 zu kaufen oder eine Xbox? Nein. Ganz klares Nein. Also ich meine, wenn ihr das hier jetzt hier gesehen habt, das Let's Play, dann habt ihr im Grunde alles gesehen. Das sind ja eigentlich nur die Sequenzen. Also der Teil, den man spielt, also dafür würde ich mir das Spiel jetzt nicht unbedingt holen. Wer die Story kennt, für den ist die Sache eigentlich durch. Ah. Boah, sogar noch geschafft. Ich dachte, das wird nichts. Ansonsten, ich stehe halt auf solche Spiele, die extrem viel Story haben und an sich wenig zum Spielen. Klingt vielleicht doof, aber mir gefällt sowas eigentlich immer ziemlich gut, weil ich mich da doch am besten unterhalten fühle. Scheiße. Na, haben wir. Egal. Passt schon. Da komme ich nie im Leben rechtzeitig hin. Nee. Wow, meine Güte, ist der... Ganz ehrlich, ich würde hier lieber Yasha spielen. Der dürfte dafür besser geeignet sein. Einfach wegen der Geschwindigkeit. Komm, hau ihn um. Spring, hast du was? Spring. Spring. Immer im falschen Moment. Was kommt jetzt? Okay, Kreis. Cool. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, mir hat das Spiel natürlich ziemlich gut gefallen. Die Sequenzen sind halt cool. Die Story ist super. Für Anime-Fans auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber an sich vom Spiel her, nein. Nein. Kann man lassen. So. Oh,
Oh, das könnte ich sogar schaffen. Oh, das war jetzt super dumm, oder? Ja, ist in Ordnung. Hat mich getroffen. Aber wir haben fast volle Wut. Ist also nur noch ein Gucken. Komm, hau um. Das war's doch. Ich will sagen, du bist jetzt nicht wütend. Wegen einem Schlag. Ein Schlag fehlt. Oh, komm, es über jetzt. Mach doch einfach. Ja, jetzt aber. Nein, der hat's versaut. Was soll das denn? Jetzt wird meine Energie noch knapp, oder was? Jetzt aber. Okay, jetzt. Haben wir hier ein Problem, oder was? Ich muss dichter dran sein. Wenn ich die Wut einsetze. Auf jeden Fall. Komm, aber jetzt. Jetzt kann er nicht entkommen. Is it over? Is it really all over? I don't know. Well, is your wrath gone? I said I don't know. I see. Let us go. Mithra is waiting. Mithra. Father.
So Leute, jetzt läuft nur noch der Abspann ab. Braucht kein Mensch, ganz ehrlich, es sind nur die Credits. Deswegen breche ich das auch an der Stelle ab und zeige euch lieber die wahre Episode 18 bzw. das wahre Ende dieses Spiels. Das habe ich noch vergessen euch zu zeigen, und zwar das ist das Ende von Episode 18, zwar der Storyteil. Also jetzt kommt eben schnell. An einem unbekannten Ort. Die goldene Spinne. Hallöchen, lange nicht gesehen. Erinnerst du dich an mich? Es scheint, als hättest du Vlitra bezwungen. Ich sollte dir wohl gratulieren. Die Zeit ist endlich gekommen. Ich werde das genießen. Hm? Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe nur mit mir selbst geredet. Tu so, als hätte ich nie etwas gesagt. Wie auch immer. In Naraka gibt es viel zu tun. Ich mache mich mal auf den Weg. Ja, und das To Be Continued steht dann halt dafür, dass es in Wahrheit noch weitergeht. Modoriottaka. Yasha, Asura. Yokuzo katte kureta wa, ano Buritora ni.負けて死なれでもすれば我は誰に復讐すればよい。ボールか。やめろ。やめるわけがない。デウス様は我のすべてだった。デウス様さえいれば世界のどうでもよかった。でももうあの方はいない。未来永劫会うことはできない。 冗談じゃない。こんな最適な器を壊されてはたまらないよ。俺が貴様は。 対岸成就せり。 Tja Leute, das war das wahre Ende von The Sewer's Wrath. Ich muss sagen, das gefällt mir nicht ganz so wie das eigentliche Ende. Ich hätte doch lieber ein Happy End gehabt. Jetzt ist das Ganze wieder offen. Gut, damit bekommen wir wohl einen Nachfolger. Also, sieht ziemlich sicher aus, außer das Ding floppt so derbe. Puh, man weiß es nicht. Ich habe die Zahlen, die Verkaufszahlen jetzt so direkt nicht im Kopf. Kann ich also jetzt wenig zu sagen. Aber ich denke mal, ein Nachfolger wird kommen. So offen, wie dieses Ende ist. Gut, schauen wir uns das noch an. An einem unbekannten Ort. Du hast dich gut geschlagen, so weit zu kommen. Wer ich bin der wahre Gott, die Verkörperung des Rad des Lebens, der Antrieb des Mantras. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe dir die Kraft des Mantras verliehen und die Goma auf die Welt losgelassen, um dich zu prüfen. Und du hast dich als würdig erwiesen, deshalb bist du jetzt hier. Du
Du darfst jetzt gehen, zurück zum Rad des Lebens. Du hast meine Erwartungen übertroffen und bist meinen Lobpreisungen würdig. Du wünschst, in dieser Welt zurückzubleiben? Du wirst hier nicht länger gebraucht. Aber wenn du darauf bestehst... Tja, so wirklich kann man da jetzt nicht draus schlau werden. Die Wahrheit zeigt sich nicht jedem, aber Asuras Zorn bleibt. Sein Bestreben, seine Wut zu unterdrücken, dauert an. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Nun gut, Leute. Dann hoffe ich, euch hat das Projekt Spaß gemacht. Mir hat's Spaß gemacht und wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis dann und ciao.